With this crossbow, they won't even know what hit them. Ooh, nice. Und es hat mir ehrlich gesagt in der Main Story so ein bisschen gefehlt. Eine leise Waffe, mit der man sich anschleichen und Zombies abknallen kann. Also eine leise Fernkampfwaffe. Aber ganz so leise ist es doch nicht, ne? Es lockt sie irgendwie auf. Es scheucht sie auf. Weil es ein bisschen explodiert. Aber ist cool. Es ist die Frage, wie häufig findet man Bolzen? Kann man das konstant benutzen oder ist das halt auch nur so wieder situationsbedingt einsetzbar? Schauen wir mal. Aber neue Waffen sind immer geil. Da freue ich mich. Wäre cool, wenn man die Pfeile noch zurückbekommen könnte, also aus der Leiche wieder rauslooten. Aber die explodieren. Hey! Hey! Ich glaube, da bleiben keine Pfeile übrig. Doch, da liegt ein Pfeil, aber man kann ihn nicht mitnehmen. Hier geht's nach unten. Aufpassen, wo wir hintreten. Es gibt einfach mal Gruben im Boden. Könnte theoretisch die Zombies auch einfach reinschubsen. Armbrustbolzen. Gut, scheint sich hier recht häufig zu geben. Das ist cool. Kurzläufige Schrotflinte. Müssen an der nächsten Werkbank auch mal nachgucken. Ich habe gesehen, man kann die Armbrust noch modifizieren. Da sind noch ein paar offene Slots, wie man da sieht. Würde mich mal interessieren, was man da alles draufklatschen kann. Gruppenchat. Vom Sicherheitsteam Alpha. Jason. Was die hier wohl treiben? Also, als ich die Reporter weggeschickt habe, habe ich Dinge gesehen. Ist nur ein Jobmann. In Huanchaca haben wir Schlimmeres gesehen. Das war echt krank, aber anders krank als das hier. Wer hat eigentlich mal mehr von diesem Konstantin bekommen als eine E-Mail? Jason hat recht. Wer weiß, was uns hinter der Tür da erwartet? Einer von denen meinte, was von einer Arche. Dieses Bibelzeug finde ich immer gruselig. Wir werden nicht fürs Fragenstellen bezahlt, sondern für den Schutz von Werteigentum. Punkt. Diese Trottel sind übrigens komplett eingepackt. Die wissen doch gar nicht mehr, was sie, wie sie selbst heißen. Von denen hat auch einer eine Arche erwähnt. Ich habe mal mit einem Kumpel Pilze genommen. Wir beide schwören, wir haben den Abend damit verbracht, mit einem magischen Gnom zu quatschen. Seine Eltern haben ihn am nächsten Tag besucht und uns neben einem Verkehrskegel sitzend angetroffen. Ja, tolle Story. Und was soll das jetzt heißen? Das war eine gemeinsame Halluzination. Diese ganzen degenerierten Cosplayer, die mit chemischer Unterstützung Ende aller Tage Todeskult spielen, lass sie machen, meine Meinung. Aber warum? Was haben die davon? Keine Ahnung. Warum machen Reiche ihre reichen Sachen? Aus Langeweile oder sowas? Damit ihnen einer abgeht wahrscheinlich. Ja, okay, nichts dagegen einzuwenden. Ich glaube, das Sicherheitsteam ist mittlerweile aber auch nicht mehr am Leben, oder? Das ist wahrscheinlich mittlerweile auch schon tot.
Ist ja sonst nichts weiter, ha? Und dann mal nach oben. Es ging ja auch noch auf die andere Seite. Was ist denn da? Ich will mir trotzdem erstmal die andere Seite angucken. Ihr kennt mich, ich bin ein alter Looter. Ich will wissen, was da ist. Eine Badewanne. Voll Shampoos. Ich hab gewusst, dass es sich lohnt. Rein da, wir baden in Shampoos. Luxus. was ist das? Oh. Ist das Kotze? Ist das Kacke? Sind das Pilze? Sind das irgendwelche Auswucherungen aus der Haut? Ich bin Piratenkillen, hä? Was spielst denn du? Piraten killen? Jetzt will ich aber wissen, was das für ein Spiel ist. Elite Dangerous? Kenne ich nicht. Elite Dangerous kenne ich auch nicht. Ist das ein Shooter? Was liegt denn da? Ist das eine Lampe oder ist das was zum Einsammeln? Guck mal, da ist doch was. Das ist, glaube ich, eine Karte. Eine Skillkarte. Nein! Oh! Blöd zum Klettern. Weltraum, Kampf, Erkundung, Wirtschaft und Simulation. What? Okay. Ausbau. Aufbau. Zeug. Alles klar. Im Flow. Eine neue Karte. Im Flow. Du hast einen Rhythmus gefunden. Kritische Treffer mit Distanzwaffen verringern deren Nachladezeit. Und erhöhen die Genauigkeit. Ah, also wenn man immer schön mit der Crossbow spielt, könnte das nicht schlecht werden. Aber Skillung muss ich mir sowieso nochmal in Ruhe angucken. Also ich habe zurzeit gar keinen Plan, was ich hier drin habe. Das müssen wir uns mal in Ruhe angucken. Kein Aufbau. Ah, okay, also kein Aufbau, aber Wirtschaft und Erkunden. Mhm. So ein bisschen wie O-Game damals, bloß ohne den Aufbauaspekt. Weil da hast du ja auch die Welten bebaut und Flotten aufgebaut und so ein Zeug, dann andere Planeten gelootet. It really is special. Now, just gotta get back to the forest. Entkomme aus dem Schlund. Ach, hier sind wir. Ah, und ich habe noch gesagt, wir müssen dann so viel backtracken. Nee, müssen wir gar nicht. Wir sind ja sowieso wieder hier. Kommst denn du jetzt her, Alter? Mist, ey. Kopftreffen, ey.
Nein! Oh. Also die Genauigkeit dieser Waffe lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Oder ich kann einfach nicht zielen. Also Raumschiff kannst du auf Planeten landen, erkunden im Suit oder im Buggy. Oder Jäger fliegen. Ist fast wie ein MMO schon. Ist das dann so was ähnliches wie... Oh Gott, wie hieß denn das? Es gab doch da mal so ein Spiel vor ein paar Jahren, was am Anfang übelst kritisiert wurde. Und dann haben sie für ganz viele das Geld erstattet. Und dann später wurde es ein bisschen umgebaut und dann ist ganz gut geworden. Wie hieß denn das nochmal? Konntest du auch so Millionen und Abermillionen von Planeten erkunden, dort Sachen abbauen und so ein Zeug. Wie hieß denn das? Komm nicht drauf. Viele Schutzanzüge. Geht denn das vor mir zu? Ist ja creepy. No Man's Sky, genau. Genau. Da bist ja auch ganz viel rumgeflogen, hast erkundet, Sachen abgebaut. Deine Ausrüstung abgegradet. Ich kann nicht zielen, Alter. Hast du mich erschreckt, Junge? Nicht okay. Gucken wir mal hier rein. Extra zwei Bolzen aufgehoben.
Sesam, öffne dich. Och, eine bessere Arm. Ah, man hat jetzt die Armbrust als Waffentyp freigeschaltet und kann sogar noch bessere Versionen davon finden. Das ist ja geil. Ja, auf jeden Fall. Es wurde mit Release erst etwa 8% aller Systeme erkundet. Das Game ist seit 9 Jahren draußen. Da kannst du ja noch lange erkunden, wa? Ist aber auch cool, oder? Armbrustbolzen. Ja, wir können welche herstellen. Nice. Nice. But this one is beyond salvation, Don. It is tragic. But Constantine's orders were clear. Destroy the brain and end it. Ah, how beautifully barbaric. So, raus hier. Ah, was ist das? Läufer. Das Game kostet gerade mal 50 Euro mit allen Add-ons. Seit 9 Jahren draußen. Muss ich mir mal angucken. Vielleicht ist es ja lustig. Suche den Kopf von Yong Ho im Diner. Ah, jetzt ist einfach alles Wiese geworden. Guckt mal. Geh nicht auf die Wiese. Geh nicht auf die Wiese. Einfach alles ist Wiese geworden. Alter, verarsche. Wir machen jetzt erstmal das da. Shotgun. Wo kommst du denn her? Gott sei Dank, Mann. Gibt's eine Pumpgun? Jetzt bräuchten wir mal eine Werkbank. Wo ist denn hier eine? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da war eine. Im ersten Haus rechts. Oder wir gehen einfach zurück. Aber erstmal möchte ich eigentlich hier reingucken. Können wir die mal kurz vergleichen? Was haben wir denn hier drauf? F2. Gnadenlos. Wenn du kurz nach einem kritischen Treffer nachlädst, erhältst du einen moderaten Schadensboost. Was heißt denn hier nachladen? Du hast ja da immer nur einen Schuss, oder? Einen Schuss und dann lädt er nach. Das heißt, wenn du immer schön auf den Kopf schießt, hast du konstanten Schadensboost. Theoretisch. Was haben die anderen? Erhöht die Kraft. Kraft sorgt eigentlich nur fürs Zurückstoßen. Ist für uns nicht so relevant, würde ich sagen. Also sollten wir Ausschau halten nach einer lilanen Version mit dem Vorteil gnadenlos. Würde ich mal so sagen. Hier gibt es wieder irgendwo so eine Ranke. Also so ein Gehirn, meine ich.
Aber wo? Da hoch und dann wahrscheinlich in der zweiten Etage. Alter, das ist so creepy. Mit diesen eingebrannten Gestalten. Wie kommen wir da rein? Wenn ich hier rausgehe. Oder hier rausgehe. Da kommen bloß wieder Gegner. Sag ich doch. Da war der Kopf. Ein lila Schwert. Und Schicksalsritus. Moment. Muss Platz machen. Next King of England, hope. I'm sorry, but this one is impossible. Impossible for you, me, everyone else here? Yes. Not for who Constantine left it for. Huh? Who is it for? In due time, Hope. As for now, when the time comes for you to take up arms... yes, this is for you. Da habt ihr gesehen, da war ein Schwert im Bildschirm, im Fernseher. Das Schwert heißt Excalibur. Und das war jetzt gerade die Geschichte dazu, dass anscheinend dieser Konstantin vorausgesehen hat, dass wir irgendwann kommen und es holen werden. Weil Hope konnte es nicht rausziehen. Aber wir konnten es rausziehen. Zweihänder steht jetzt bloß da, aber gerade eben Standort Excalibur, könnte ich schwören. Aber jetzt ist es einfach nur eine ganz normale Waffe. Weiß nicht. Schade. Sieht aus wie ein ganz normales Schwert. Zweite Etage gucken wir uns auch noch an. Noch mehr Ranken. Nur von der anderen Seite zu öffnen, okay. Ein Bauplan. Stoppwirkung, also ist das was ein bisschen zurückschleudert, oder? Was? Hier die kam? Wer kommt? Wer kommt? Ach, da unten. So ein Theater, ey. Kommt doch gar nichts. Kommen ein paar Gegner raus, aber die kommen nicht zu mir. Ja.
Bam! Kann ich die irgendwie alle auf einmal vielleicht? So. Kommen noch mehr von außen. Wo wollen die denn alle hin? Ehrlich. Die explodieren halt auch noch, wenn sie sterben, was so geil ist. Oh, da kommen ja unglaubliche Mengen. Was ist denn hier los? Locken wir immer wieder neue an durch die Explosion? Oder was passiert hier gerade? Oder war es das jetzt endlich mal? Ich würde gern noch auf die letzte Etage, auf den Dachboden. Aber der ist zu. Wie könnte man hier raus und dann von außen hoch? Gar nicht, ne? Na gut, vielleicht kommen wir ein andermal wieder. Was? Wo kommt denn ihr jetzt schon wieder alle her? Spinnt doch. Also, wir sollen jetzt den Kopf im Diner holen. Alles klar. Wir gehen erstmal, zurück in den Main-Bereich. Wo sind wir jetzt gerade? Hier? Zonenausgang? Nee, wir sind doch... Hier sind wir, bei den Häusern hier, ne? Wir gehen jetzt erstmal dahin zurück. Und schauen mal, was wir reparieren, herstellen, kaufen können. Vielleicht sogar einen kleinen Trip. Oh, ich sehe gerade, da ist ein Sicherungskasten. Vielleicht sogar einen kleinen Trip wieder zurück zu einem Händler. Dass wir vielleicht mal so eine pinke Armbrust kaufen können. Wir haben zwar hier schon welche, aber die haben die falsche, den falschen Vorteil drin. Dummerweise. Ja. Gut. Also Plan ist klar. Geronimo! Fucking Zombies know I'm on their lawn. Was ist denn das? Irgendwas trifft mich. Ach, ein Mutator. Ein Mutator. Wie soll ich jetzt da rauskommen? Jetzt geht's. Mach zu! Mach die Tür zu!
Zombies in der Nähe. Na toll. Haha. God damn. Yeah. Fucking house ain't playing fair. Gut. Dann machen wir jetzt kurz Pause. Ich spring mal kurz zurück zum Hotel, dort wo der Händler ist. Oder nee, nicht zum Hotel, sondern zu Emma. Und geh mal auch kurz auf Toilette und sowas. Und dann gucken wir neue Waffen, was wir bauen können, was wir upgraden können und sowas. Geht ja dann gleich weiter, ne? Also Leute, bis gleich. 2 Minuten oder so.